Aluga. Hallo und herzlich willkommen zurück auf Autorität TV mit einer neuen Folge von mir zum Thema Filmmaking. Heute mit dem Überthema Licht. Im Dunkeln sitzen oder die komplette Erleuchtung ins Gesicht geballert bekommen. Wie kriege ich die perfekten Lichtverhältnisse hin? Ihr seht, was für einen riesigen Unterschied es macht, wenn die Person korrekt in dem Video ausgeleuchtet wird. Und wenn man professionelle Videos machen möchte, dann sollte auch ein professionelles Beleuchtungskonzept mit der Produktion einhergehen. So ein Beleuchtungskonzept muss aber nicht heißen, dass man unbedingt die teuerste Lichthardware braucht. Ich habe jetzt hier beispielsweise von Amazon ein sehr günstiges Softbox-Set. Mal gucken, wie sich das so schlägt. In dem Set enthalten ist die eigentliche Softbox, ein Stativ dazu und eine Lampe. Alles mal zwei. Okay, bauen wir das mal zusammen. Diese Styroporbox auf keinen Fall wegschmeißen, denn die ist perfekt für den Transport und ansonsten wird das ziemlich schwierig, dieses Riesending sicher von A nach B zu transportieren. Okay, also das ist, was wir insgesamt haben. Die Softbox, die klappen wir hier einmal kurz auf. Diesen Kunststoffring drücken wir einfach dazu auf diese Halterung und dann schrauben wir die Birne drauf. Jetzt muss dieser Schirm hier drauf, einmal ausklappen, dann umkrempeln und einfach mit dem Klettverschluss über die Softbox stülpen. Jetzt nur noch das Stativ ausklappen, an die Steckdose anschließen, einschalten, das Ganze mit der anderen Softbox wiederholen und dann gucken wir mal, wie das Licht so ist. Und es werde Licht. Die beiden Softboxen sind an, ein paar technische Details dazu. Die Schirmgröße hat eine Abmessung von 50 x 70 cm. Man kann es natürlich einstellen, ob man es im Quer- oder im Hochformat haben möchte. In der Softbox selbst ist jetzt eine Energiesparlampe mit 135 Watt und einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin drin. Die Stative lassen sich verstellen zwischen 68 und 200 cm und sind aus Aluminium bzw. die Verschlüsse, die sind aus Kunststoff. Dimmer sind diese Softboxen jetzt leider nicht, das hat nur einen Kippschalter fürs Ein- und Ausschalten und eine Kabellänge von ca. 2 Metern, was in Anbetracht der Maximalhöhe von 2 Metern relativ kurz ist. Also ich würde sicherheitshalber auf jeden Fall ein Verlängerungskabel immer mit dabei haben, wenn man die Softboxen in Betrieb nimmt. Nun gut, aber in Anbetracht des Preises kann man, denke ich mal, auch ein Auge zudrücken, was die Dimmbarkeit des Lichtes betrifft. Denn im Preis-Leistungs-Verhältnis sind die beiden Softboxen mit, ich glaube, knapp 64 Euro derzeit nahezu unschlagbar. Pro Softbox zahlen wir jetzt ca. 32 Euro. Ich finde es aber auch perfekt, dass die beiden in einem Set kommen, denn wir kommen jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich wie kriege ich die perfekte Beleuchtung für mein Video dann hin? Das kann ich euch am besten mit einer kleinen Skizze zeigen, also schaut her, wie diese Beleuchtung hier komplett aufgebaut ist. Also der Aufbau von diesem Video ist folgender. Wir haben hier die Kamera, hier den Tisch, hier sitze ich und hier ist der Hintergrund. Eine zweite Kamera ist übrigens hier positioniert. Damit nun das Gesicht optimal ausgeleuchtet wird, positioniert man diagonal eine Softbox auf die eine Seite und eine Softbox auf die andere Seite. Dass hier jeweils beide Gesichtshälften mit einem gestreuten, weichen Licht ausgeleuchtet werden.
Möchte man der Person jetzt noch einen finalen Touch geben, kann man die Person noch schräg von hinten mit hartem Licht bestrahlen. Auf dem Video erscheinen dann leichte Konturen mit dem Licht um die Person herum und das sieht dann noch einmal etwas besser aus als nur mit zwei Softboxen. Wer ganz auf Nummer sicher gehen möchte, der kann natürlich auch noch über die Kamera, so wie wir es in diesem Fall gemacht haben, eine weitere Softbox platzieren, die dann frontal von oben nochmal weiter Licht streut, beziehungsweise auch von der Decke nochmal das Licht anschalten, dass auch von oben die Person optimal ausgeleuchtet wird. Also, das Wichtigste am Anfang, die zwei Softboxen. Dann kann man hinzufügen, das harte Licht schräg von hinten. Optional am Ende natürlich dann noch die Softbox von vorne bzw. von oben, sodass man die Person optimal ausgeleuchtet hat. So, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video ein wenig weiterhelfen. Ihr wisst nun, wie ihr euch vor der Kamera lichtmäßig am besten in Szene setzen könnt. Wenn dem so ist, gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert auf RotoliTV, um keine weiteren Videos auch jetzt aus der neuen Reihe Filmmaking mit mir zu verpassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann schaut auch auf meinem privaten Kanal vorbei, ist alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch nächstes Mal wieder ein und ihr wisst Bescheid, bleibt fresh, bleibt sauber und wie immer... haut rein! 1 Lampe. Alles mal 2. Servus. Ich bin gerade am Aufnehmen, ja. Du kannst reinwinken. Moje! Alles cool? Haut dann, wie sieht aus hier? Was tut da was? Ist alles voll umgebaut.